Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ad Infinitum. Da sind wir wieder. Das Telefon klingelt, wir sind in den Räumlichkeiten des verrückten Doktors und haben uns in der letzten Folge mal die Patientenakten durchgeschaut und da steht wirklich Grausames drinnen, was der Doktor hier so mit diesen Leuten gemacht hat. Beine amputiert, Arme amputiert, die Augenlider rausgenommen und die Diagnose war meistens, ja, der ist zu feig für die Front, aber dennoch stellen wir ihn ohne Arme und ohne Beine trotzdem noch in den Schützengraben. Also was das hier für ein verrückter Doktor sein soll, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren wir auch hier in Behandlung. Und vielleicht sind wir genau deswegen so nach Hause zurückgekommen, wie wir eben jetzt drauf sind, wie wir jetzt ausschauen. Gucken wir mal, wir sind definitiv hier etwas Größerem auf der Spur, habe ich das Gefühl. Wir haben hier sicherlich noch ein bisschen was rumliegen. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Wir müssen uns, glaube ich, merken, dass hier von da unten nämlich, von Horst Weber, Patient 27, das war ja der Wichtige, verwahre Schlüssel zum Wartungsraum in meinem Spind mit der Nummer 82. Die Kombination sind meine beiden besten Kameraden. Ist jetzt halt die Frage, wer sind die zwei? Auf jeden Fall sollten wir uns das hier definitiv mal merken. 82. Sein Spind mit der Nummer 82. Aber das ist ja definitiv nicht hier. Gut, vielleicht ist das irgendwo anders. Es ist hier, glaube ich, nichts über 30. Nee. Die sind auch alle komisch irgendwie hier angeordnet. Guck mal, da ist 19, 20, 21. Unten ist 6. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, naja, da wird es wohl nichts geben. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Weitere Schreibmaschinen. Mhm. Krankenblätter. Deutsches kaiserliches Heer. Alles klar. Machen wir kurz das Licht ein bisschen anders, damit wir was sehen können. Und anscheinend kommen wir da hinten gar nicht mehr weiter. Da wäre nämlich noch ordentlich was los. Da wäre nämlich die letzten Spinne. Dann habe ich das Gefühl, dort würden wir vielleicht die Nummer 82 finden. Aber für uns unerreichbar. Außer wir kriegen irgendwann mal die Tür da drüben auf. Aber dafür gibt's hier... Nee, gibt's ja gar nichts mehr. Ich dachte, hier können wir noch was lesen. Upsi. Da gibt's nichts mehr. Immerhin, den Schlüssel haben wir gefunden. So, beim Telefon will ich jetzt gar nicht abheben, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir schon zweimal abgehoben. Da werden immer wieder dieselben Namen genannt. Ich würde mal sagen... was ist denn hier passiert? Kommen da schon die Pilze aus der Wand? Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Hier im Waschraum. Übrigens, die Namen, die wir gerade gelesen haben, zwecks Fallakte, sind, glaube ich, genau die Namen, die wir hin und wieder schon in den Telefonaten gehört haben. Wenn es manchmal klingelt, werden uns nämlich die Namen aufgelistet. Vor ein paar Folgen war das auch der Fall. Und da werden all die hier genannt. Möglicherweise all diejenigen, die hier im Lazarett waren. Ich habe nämlich gedacht, dass das vielleicht die waren, die uns unterstellt sind. Aber so wie ich jetzt hier wieder up-to-date bin am Stand der Dinge, denke ich nicht, wir waren der Chef, der Kompanieführer, sondern unser Bruder, der Paul. Aber wie so oft kann ich mich natürlich hier auch noch irren. Das werden wir dann herausfinden im weiteren Spielverlauf. Eisenbart, die Feuertaufe. Bericht an den Generalabsatz. Achso, hoppla, Generalstabsarzt. lesen sollte ich können. Generalstabsarzt, da haben wir's. Mein Prozess der Feuertaufe gliedert sich in zwei Phasen. Erstens, starke elektrische Induktion im Bereich des Frontallappens zur Reaktivierung motorischen Fähigkeiten bei hysterischen Kriegszittern und Gefallenen. Schon hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Zweitens, Amputation auch nicht notwendiger Gliedmaßen. Wie Sie wissen, steht nicht die Medizin, sondern die Psychologie im Vordergrunde. Die Tugend des Verzichts und der Aufopferung. Die Prothese als Geschenk. Gezeichnet von Dr. Eisenbart. Aha! Das ist also der Sinn und Zweck des Ganzen. Hier sind's womöglich tatsächlich Leichen angeliefert gekommen. Ich werde nochmal ganz kurz zurückgehen, das interessiert mich jetzt nämlich. Vielleicht war er doch nicht so verrückt. Ich weiß nicht, ob das damals normal war. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Es klingt trotzdem noch sehr verrückt, aber... Oh, da haben wir ja noch einen Brief. Den werden wir uns aber auf jeden Fall noch durchlesen. Wobei, ich glaube, den haben wir sogar schon gelesen. Wo stand denn zum Beispiel hier? Bei der Pokora, war das hier? Nee. Rosala? Klagt über Schlaflosigkeit. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier durchgehen. Patient wieder erwacht. Hier, Totkörper mit starkem Blutverlust eingeliefert. Empfehlung.
Nee, das war auch nicht das Richtige. Die kam irgendwo da unten. Hier, Entfernung der Augenlider, das war schon mal ein gruseliges Ding. Kriegstauglich. Amputation der Arme und Beine, da haben wir es nämlich. Epilepsie und Bettnässen. Amputation der Arme und Beine. Ich glaube, der hat noch gelebt. Und trotzdem wollten sie, ich lasse das mal draußen, wollten sie ihm, glaube ich, oder eher, glaube ich, die Arme und Beine amputieren. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das kennen wir aber schon. Genau. Gesunden Beine des Soldaten entfernt. Ich habe mich geweigert. Das kennen wir schon. Das heißt, der Arzt war definitiv verrückt und hat die Arme und Beine deswegen amputiert, um Prothesen für andere herzustellen. Für diejenigen, die vielleicht durch Granatenbeschuss, durch Raketenbeschuss, durch irgendeinen Beschuss ihre Arme und Beine verloren haben. Die konnten dann durch Prothese von anderen wieder gehen oder neue Hände besitzen. Sagen wir mal so. Das war wohl der Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen wurden hier die Arme und Beine amputiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus, kriegsarztmäßig. Oder Frontarzt, ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Heeresarzt, klingt zu förmlich. Ich meine schon den, der entscheidet über Leben und Tod. Wenn dann eben die halbe Leiche schon eingeliefert kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das gang und gäbe war an der Front, auch im Ersten Weltkrieg, dass Arme und Beine amputiert wurden, damit andere eine Prothese haben. Wie gesagt, ich kann hier vollkommen falsch liegen und das war das Normalste der Welt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn ihr mehr darüber wisst, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt gehe ich erstmal aufs Klo. Hier sind die Sanitäranlagen, aber die sind zu. Wir müssen hier in den Raum scheißen. Wir dürfen nicht aufs Klo. Alles klar, hier gibt's nichts. Da ist schmutzige Wäsche, der leuchtet uns sehr an. Haben wir das schon gelesen? Ja, gerade eben. So, wie gesagt, beim Telefon werden wir mal nicht abheben. Zeichnet die Kriegsanleihe. Sind das auch Spinde hier? Ich weiß es gar nicht. Sieht so aus. Und was ist das hier? Eine Wäschetrommel oder wie? Sieht ein bisschen gruselig aus, wie ein Folterwerkzeug. Könnte aber theoretisch fürs Wäschewaschen sein. Ah, Nummer 82. Guck mal. Jetzt ist natürlich die große Frage, wer sind denn die zwei, seine Kameraden? Nummer 82 und Nummer 83 haben wir hier und wir haben ja gewusst, die Kombination sind seine zwei Kameraden. Aber welche? Welche sind denn seine zwei Favorites? Die 27 ist schon mal vorprogrammiert, genauso wie da unten. Aber ich glaube, da müssen wir erstmal ein Dokument finden, wer die anderen beiden sind, damit wir das Ding hier öffnen. Das hier sind nämlich die Spinde. Da drin waren wohl nur die Fallakten. Und das hier sind die Spinde, die dann eben ausgeräumt wurden von den verschiedenen Leuten, die nicht mehr hier sind. 48, 49 haben wir hier. Da liegt eine schmutzige Wäsche drin. Ich glaube, liebe Freunde, das nächste Rätsel wartet auf uns. Da unten sind die Schwämme, blutige Leintücher. Und das war's im Großen und Ganzen. Da hinten gibt's auch nichts mehr. Irgendwelche alten Flaschen. Hier ist auch nichts drin. 48, 49. Wir brauchen aber auf jeden Fall die 82. 78, 79 haben wir auch noch hier. Das ist unser Spind. Den müssen wir öffnen. Die Frage ist nur, was ist die richtige Kombination? Die müssen wir erstmal rausfinden. Und vielleicht schaffen wir das ja, wenn wir mal auf die andere Seite gehen. Denn den Schlüssel haben wir ja, glaube ich, mittlerweile gefunden. Ja. Das kennen wir schon. So, da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr abheben. Ich vermute mal, nach ein paar Minuten wird das wieder läuten. Betreten verboten. Naja, das hat uns bis jetzt noch nie aufgehalten. Ich hoffe nur, wir haben den richtigen Schlüssel dabei. Wir haben... Ne, theoretisch haben wir einen Schlüssel mit welcher Nummer? Mit der 28? Ist das der Schlüssel für da hinten? Oder brauchen wir da tatsächlich erstmal die Kombination? Ich habe doch keine Ahnung, wer seine liebsten Kollegen waren. Ich bin gespannt, ob wir hier runterkommen. Nee. Tun wir nicht. Alles klar. Dann stehe ich jetzt ein bisschen an. Aber nur ein bisschen vorerst. Das kann sich jederzeit ändern. Gut, hier kommen wir sowieso nicht durch.
Wir müssen rausfinden, wer die zwei Kollegen von ihm waren. Und diesen Hinweis werden wir ja hoffentlich... Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum hier das Telefon die ganze Zeit läutet. Kaspar Haffner, Rudolf Lohmann und Horst Weber. Hehe, ich glaube, das ist die richtige Kombination, die wir brauchen. Drei Kameraden. Und Horst Weber ist einer davon. 82. So, guck mal. Rudolf Lohmann ist Nummer 15. Und Kaspar Haffner ist die Nummer 7. Nummer 7 und Nummer 15. Normalerweise sagt man ja 0815, hier ist 0715. Oder 1507 kann natürlich auch sein, aber es gibt nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten, die wir hier austesten können. Deswegen läutet da immer wieder das Telefon und ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Jetzt haben wir ja schon dreimal abgehoben und trotzdem bimmelt das noch. So. 15. Probieren wir es mal so, wenn es nicht funktioniert, probieren wir die andere Kombination. Öffnen. Das war falsch. Dann probieren wir mal 0715. Und das ist richtig, liebe Freunde. Und hier haben wir den Schlüssel zum Wartungsraum. Du hast den Schlüssel für den Wartungsraum gefunden. Super. Nice, nice, nice. Noch ein paar alte Stiefel stehen da rum und ein Büchlein. Alles klar. Nächste Mission. Verschaffe dir Zugang zum Wartungsraum. Yeah. Das war ja leichter als gedacht. Und ich dachte jetzt, ach du Scheiße, jetzt müssen wir hier wieder vielleicht in irgendwelchen Dokumenten kramen, die wir schon lange gelesen haben und ich möglicherweise schon vergessen habe, mit wem der Best Friends war beispielsweise. Es ist so einfach. Einfach mal ein bisschen die Umgebung erkunden, ein bisschen telefonieren und jetzt wissen wir, um welche drei Kameraden, um welche drei Verräter es hier ging. Cool. So, das heißt, zum Wartungsraum kommen wir und ich hoffe, dann können wir zumindest mal eine Stromquelle hier aktivieren. Der Strom fließt hier durch die Mauer. Oh, 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 oh. Und ich höre gruselige Geräusche. Und ich glaube, den Prothesen kommen wir hier ziemlich nahe, wenn ich ehrlich bin. Ach du Scheiße. Da läutet schon wieder ein Telefon. Scheiße. Das ist definitiv eine Prothese, aber aus Holz. It's stuck tight. Wir bekommen das Ding nicht. Es steckt in der Mauer fest. Der hält das hier fest, den Bolzenschneider. Die Prothese, die durch die Wand lugt. Ich würde liebend gerne auf die andere Seite zuerst mal gehen, aber es interessiert mich, was wir hier finden. Was ist denn das da hinten? Was macht denn da so widerliche Geräusche? Ist das womöglich der Doktor auch noch? Gut, wir kommen hier sowieso nicht rein. Nee, das hängt da drin fest. Alles klar. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig vorerst, als erstmal die andere Seite zu erkunden. Rotes Licht heißt schon mal nichts Gutes. Boah, und ohne diese Lampe werden wir hier definitiv aufgeschmissen. Wir haben ein Respawn-Bett, auch das heißt nichts Gutes. Okay, da hinten, das sieht schon mal sehr strommäßig aus. Vorsicht, Vorsicht. Viele Hebel, die wir umlegen können. Die wir vielleicht umlegen müssen. Aber ich vermute mal, es wird sich alles um diesen einen Hebel hier drehen. Da führen nämlich die Stromleitungen hin, genau zu diesem Hebel dort vorne beim roten Licht. Die Frage ist nur, wie kommen wir dorthin? Wir haben hier Möbel ohne Ende, kleine Hocker, Tische, Kisten, die hier rumstehen. Hm, der Wartungsraum, das sieht eher aus wie ein Lagerraum. Ach du Scheiße.
Dann müssen wir auch noch mit der Gasmaske durch. Na, Glückwunsch. Ob das Gas vielleicht bewusst hier ausströmt, damit eben nicht jeder da nach hinten kann? Dem Doktor ist wohl alles zuzutrauen. Und wir sind im Raum mit der roten Lampe. Hier liegen nur Dokumente, ein paar Bücher rum, mit denen wir aber nichts anfangen können, nicht interagieren können. Einmal wird gespeichert, das freut mich sehr. Das heißt, wir sind hier auf jeden Fall richtig und da haben wir dieselbe Prothese, die da drüben gerade in der Wand drin war. Und nicht nur das, sondern auch ein Bein, ein Fuß ragt uns da entgegen. Na, sehr schön. Was für ein verrückter Doktor in diesem Lazarett hier. So. Es leuchtet nicht mehr. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade noch sagen, es leuchtet zumindest nicht mehr rot. Ist das gut gewesen? Und liebe Freunde, hier haben wir es mit dem nächsten Monster zu tun. Oh je, Mini. Erstmal die Maske auf. Wir müssen mal gucken, dass wir hier rauskommen. Und dann müssen wir schauen, was sich in diesem Raum verändert hat. Eieieiei. Freunde. Ich sag's euch. Uns bleibt hier nichts erspart. Suche den Ausgang. Ja. Das ist leicht gesagt. Aber der Strom fließt, man hört's. Und ich halte mich mal hier eher ein bisschen zurück. Ich gehe hier mal ein bisschen geduckt darum. War das da unten gerade eben auch schon so? Ah! Das war nicht irgendeine Prothese, die diesen Bolzenschneider hier gerade in der Hand gehalten hat. Das war unser nächster Gegner. Und er hat erstmal ein fettes Loch in die Mauer geschlagen. Jetzt wissen wir, was hier so komische Geräusche gemacht hat. Ein Drahtschneider. Mit diesem Drahtschneider kannst du dir den Weg durch Stacheldraht bahnen. Um sich nicht zu verletzen, ist es ratsam, Hand und Draht beim Schneiden ruhig zu halten. Ob wir Zeit dafür haben, ist eine andere Frage. So, da hinten waren wir gerade, da gibt's nichts. Ich traue mich gar nicht, hier mit der Lampe irgendwie umherzuschwirren. Denn es kann jederzeit sein, dass er uns entdeckt. Jetzt wissen wir, warum es hier ein Respawn-Bett gibt. So, gucken wir mal. Auch hier ist wieder Medizin ohne Ende. Immer wieder dieselben Fläschchen mit dieser orangefarbenen Flüssigkeit drin. Was auch immer das sein soll. Aber ich gucke natürlich erstmal, ob wir hier möglicherweise doch noch irgendwas haben. Guck mal, da sind den Spritzen auch drin. Aber was ist denn das für eine Medizin in diesen Fläschchen und in den Spritzen? Draufstehen tut ja nichts. Also es ist schon ein Etikett da, aber man kann nichts erkennen. Was hat der Doktor da im Schilde gehabt? Was hat der hier gemacht? Wir sehen wieder Prothesen. Füße. Ein Fuß nach dem anderen. Aber die sehen doch alle nicht menschlich aus. Das sind doch alles aus Holz geschnitzte Dinger. Die sind alle aus Holz geschnitzt. Wozu mussten die dann die Leichen schänden und die Gliedmaßen abschneiden? Verstehe ich nicht. Patientennotiz 3. Gestern Nacht habe ich Michalski und ein paar andere gehört. Seltsame Schreie. Ich glaube, sie haben abgezählt. Sind marschiert. Seltsame klappernde Geräusche waren das. Habe ich das alles nur geträumt? HW. Wahrscheinlich der Herr Weber. Und die klappernden Geräusche stammen wahrscheinlich von denen hier. Eieieiei, guck mal, wie viele blutverschmierten Eimer hier rumstehen. Ich weiß nicht, was der hier alles verbrochen hat, der Doktor, aber das ist weit weg von jeder Normalität. Ich glaube, da können wir uns sicher sein.
Und überall haben wir diese orangene Flüssigkeit hier. Literweise in den Schränken rumstehen. Und wir haben keine Ahnung, was das ist. Okay, ich duck mich mal. Interessant, dass die Tür hier zu ist. Und es wohl sonst keinen anderen Weg gibt, um da hinten reinzukommen. Denn hier gibt es keine Tür und da sind wir wieder in diesem Raum. Alles klar. Vielleicht müssen wir jetzt doch wieder zurückkehren. Das kann natürlich auch sein, denn das eine Stromkabel hätten wir ja... Ah! Cutter, ziehe mit dem Seitenschneider auf Stacheldraht, der sich nicht bewegt, und schneide ihn mit dem Bolzenschneider durch. Ah! Und wir sehen hier, welchen Stacheldraht wir als nächstes durchschneiden müssen, denn die zwei da hinten bewegen sich und der als nächstes dran ist, der hört auf, sich zu bewegen. Cool! So verletzen wir uns wenigstens nicht. Und wenn wir hier schon rumschnipseln können, dann heißt das bestimmt, dass wir hier richtig sind und vielleicht erstmal den Strom anschalten müssen, bevor wir uns dann irgendwie um den nächsten Generator kümmern. Keine Ahnung. Gehen wir mal noch hin, machen wir das nochmal ganz fix in dieser Runde und dann machen wir gleich mal ein kleines Folgenpäuschen und schauen uns dann mal in der nächsten Folge ein bisschen weiter um, denn ich habe das Gefühl, da kommt noch Großes auf uns zu, möglicherweise... Können wir jetzt auch was ganz anderes hören, wenn wir hier beim Telefon abheben? Ah, die Tür ist offen. Na, schau mal einer an. Gut, hier können wir noch nichts machen, aber die Tür ist mittlerweile offen. Ja gut, das ist immer noch das Gleiche. Alles klar. Na gut, Freunde. Ich glaube, dann wissen wir ja schon, was hier ansteht in der nächsten Runde. Wir haben ein neues Areal im Lazarett freigeschalten. Ein neues Areal, das wir erkunden können und das wir erkunden werden. Und zwar genau morgen in der nächsten Folge von Ad Infinitum. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.